heiße Petra Wilsnickel, bin verheiratet, habe 3 Kinder. Ich male seit 15 Jahren. Ich bin so ein ganz klassischer Farbmensch. Also ich habe überall was Buntes stehen und ich mache gern bunte Lichter an. Und wenn ich auf eine Stadt zufahre, die leuchtet, dann finde ich das schön. Also ich glaube einfach, dass es so das ist, was in mir was weckt. Ich arbeite sehr gerne mit Steinmehlen, weil die so einen organischen Charakter haben. Die werden im Prinzip auf die frische Ölfarbe aufgegeben und dann wieder bekratzt. Im ursprünglichen Sinne malt ein Maler ja eigentlich im Bild. Also er sagt, er hat eine Vorstellung und er fängt an zu malen. Und dann übermalt er bestimmte Sachen wieder. Also er legt im Prinzip immer Schichten auf ein Bild auf. Also das tue ich auch. Aber dann zum Schluss fange ich an, das Bild im Prinzip wie ein Bildhauer wieder zu bearbeiten. Also ich nehme wieder was weg. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Deswegen fallen meine Bilder auch so unterschiedlich aus. Also das kann viel sein, was ich wegnehme. Ich kann auch nur ganz wenig von dem Bild überlassen oder ich kann vielleicht ganz partiell was wegnehmen. Also vielleicht nur mal ein kleines Fenster, was ich öffne in diesem Bild. Und da hat man natürlich unendlich viele Möglichkeiten, im Nachhinein noch ein Bild zu gestalten. Und ich glaube, das ist was Besonderes. Dann ist das Bild fertig in dem Moment, wo ich jetzt das Gefühl habe, jetzt ist es stimmig für mich. Und das kann mir aber am nächsten Tag schon wieder anders gehen. Und das ist eben auch das Gute an diesem Material, dass ich eben auch Zeit habe, auf das Bild zu gucken und immer wieder ranzugehen. Also bis zu einer Woche kann ich damit arbeiten. Und das finde ich total angenehm. Also dass ich nicht in diesem Moment entscheiden muss, das Bild ist fertig. Ich würde es mir wünschen, dass die Freude, die mir das Malen bringt, sich auch in meinen Bildern widerspiegelt und dass das auch so ein bisschen mitgenommen wird. Also, dass wenn dieses Bild an der Wand hängt bei irgendjemandem, dass der das weiß und dass er das spürt, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich finde das einfach super spannend, also nicht zu wissen, wohin mich das führt, sondern einfach in diesem Prozess drin zu bleiben, neugierig zu sein, mir Dinge zu erarbeiten, das tausendste Bild vielleicht zu malen, was nicht so aussieht wie die anderen. Also ich bin da eigentlich ganz, also selber noch sehr neugierig, um zu gucken, wohin das führen kann. Also ich weiß es nicht. Nur nicht so, wie sie sagen. Mach das leiser und du sagst, sie sagen.